Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir. Und zwar, es handelt sich um ein Spiel, das ich schon erwähnt habe, nämlich die Gilde. Gaukler, Gruften und Geschütze. Haben wir das auch geklärt? Ja, gut. Ja, also, wie gesagt, ich finde, es ist ein sehr, ja, so kann man es sagen, ein tolles Spiel. Also, mir gefällt es sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal an. Und während ich das Ganze spiele, erkläre ich euch, warum das so toll ist. Also, wenn ich später speichere, nicht wundern, dass schon ein, ja genau, das passt, dass schon ein Let's Play, wieder auf normal, spielbezogene Historie, genau, erkläre ich euch später alles, dass schon ein Let's Play-Spielstand angelegt worden ist, denn ich habe schon mal einen Part 1 aufgenommen, allerdings war ich mit dem Teil nicht zufrieden. Aber mal überhaupt nicht zufrieden. Es war viel... Da war meine Stimme viel zu leise, also... Und ich hoffe mal, dass es diesmal besser wird. Und es wird besser, denn... Ich kann mit Stolz verkünden, dass ich nun weiß, wie man in Outer City richtig den Rausch entfernt. Juhu! Ja, gut. Dies ist erledigt. Ich muss nur die Musik etwas leiser machen, glaube ich. Gut, was nehmen wir? Ah. Gaukler. Okay. Und los geht's. Wie gesagt, jetzt erkläre ich euch mal kurz was zum Spiel. Das Spiel spielt im... nicht im Mittelalter. Im Mittelalter nicht mehr. Spielt auf jeden Fall zu der Zeit, wo es noch Pest gab, also ums Jahr 1400, das ist das Startjahr. Genau. Und folglich altmodisch ist das Setting natürlich, sagen wir es mal so. Hier haben wir eine Mühle. Bürgerhäuser. Hier ist meine bescheidene Hütte, also mein Haus. Und hier wäre unser Betrieb, unser Vagabundlager. Hier schauen wir mal rein, würde ich sagen. Hier können wir jetzt Zugriff auf unser Personal nehmen. Im Moment haben wir einen Lehrling. Das Gehalt wird erstmal aufgesetzt. Denn soviel ich weiß, kann es passieren, wenn euch eure Leute nicht mehr mögen, oder ja, wenn euch eure Leute nicht mehr mögen, dass sie einfach kündigen oder euch bestehlen. Oder euch bestehlen aus Unzufriedenheit und das will keiner. Sagen wir es mal so. Genau, also... Jetzt würde ich erstmal sagen, stellen wir... unsere Waren her. Kommt zu euch. Ja, meckert nicht. unsere Waren bieten quasi. Unsere Waren sind unser Kapital. Unser sehr wichtiges Kapital. Musik, etwas leiser. Genau. Das ist zu leise. Genau, das ist. Das ist ganz weg. Egal. Also ihr seht, ich muss noch in Sachen Einstellungen eine Menge Feintuning reinstecken. Also das Ganze ist doch sehr verbuggt. Beziehungsweise ich muss mir die ganzen Patches... Aber weiter im Text. Wir betreten mal unser Haus. Verwenden unsere Aktionspunkte hier oben in Verhandlungsgeschick. Denn umso höher der Verhandlungswert, umso größer sind die Verkaufs-
sind die Verkaufserlöse unserer Waren hier im Marktplatz. Den seht ihr hier. Und hier wäre noch das Verwaltungsgebäude. Das kann ich euch auch noch schnell zeigen, denn dies hat auch noch eine wichtige Relevanz. Also hier haben wir jetzt den Eingangssaal. Hier geht's ins Sekretariat. Das ist für den Anfang, wie gesagt, sehr wichtig. Also man könnte auch theoretisch hier oben klicken. Hier kommt man jetzt wieder zurück in die Eingangshalle. Wieder ins Sekretariat. Genau. Und hier kann man sich später, wenn man Bürger geworden ist, also am Anfang ist man quasi ein Herr. Und ein Herr hat so gut wie keine Rechte, keine Privilegien, kein gar nichts. Man muss sich quasi erst hocharbeiten. Mit Geld verdienen, mit, wie gesagt, mit Warenverkauf, mit Lernen, mit großem Lernen, auch Heirat. Also man kann auch heiraten. Und heiraten ist auch essentiell für das Spiel, denn das Spiel geht nur weiter, wenn man auch Nachfahren gezeugt hat. Also, ja. Kann man das so sagen? Ja, man kann das so sagen. Gut. Denn wenn man stirbt, wird man vom Spiel aufgefordert, wie gesagt, sich einen Nachfolger auszuwählen. Und wenn man es nicht ordentlich gemacht hat, dann kann man das folglich nicht. Folglich ist dann das Spiel verloren. Genau. Und dies war ein Gegenstand, der runtergefallen ist. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Und jetzt hole ich meinen Wecker. Also ich sag euch gleich, die Folge wird etwas länger werden, denn ich habe viel zu erklären. Sehr viel sogar. Und ja, also, was wollte ich eigentlich vorhin sagen? Irgendwas war vorhin. Ich weiß bloß nicht mehr was. Irgendwie blöd. Die Musik ist aus. Na, kommst du? Gehen wir mal auf Übernehmen. Jetzt kommt sie bestimmt wieder. Auf muss mal. Nein, natürlich nicht. Ist ja Logo. Egal. Ah, da kommt sie ja wieder. Sehr schön. Und da jetzt ja alles soweit getan ist, also die Waren werden hergestellt, wie man es hier sieht, also es ist auch schon was im Lager. Okay, Weidenhölzer. Es sind nur noch zwei Weidenhölzer. Gratulation, ihr habt eure Fähigkeiten im Taschenverhandeln. Ja, toll. Jetzt schicke ich, jetzt würde ich sagen, weiter. Dann werdet ihr bald eine schicke ich einen Bettler zum Betteln. Blut und in einem eurer Betriebe fehlen Rohstoffe. Dadurch springt ebenfalls Geld raus. Und wenn man Glück hat, kommt einem auch ein Gegenstand in die Hände, dem man sich bettelt. Ja, gut. Ja, mei. So ganz ehrlich, es gibt so viel zu erklären. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist total bescheuert. Also, ja, wo soll ich denn anfangen? Genau, bei den Berufen. Jetzt ist die Musik wieder so laut. Das gibt's doch nicht. Leute, ich sag's euch. Jetzt satt. Jetzt passt's. Genau. Jetzt ist es gut. Genau, also. Genau, bei den Berufen fange ich mal an. So. Hier können wir unsere Berufe sehen. Also im Moment ist es nur einer. Der Gaukler, den wir uns vorhin ausgewählt haben. Also, und der Gaukler ist gemeinsam mit dem Friedhofswärter und dem Schneider neue Berufe, also die mit dem Add-on dazugekommen sind. Also die mit dem Add-on Gaukler, Gruften und Geschütze hinzugekommen sind. Denn zuvor
Naja gut, jetzt wäre die Erklärung doppelt. Egal, zuvor gab es nur den Schmied, den Steinmetz, den Tischler, den Wirt, den Parfümeur, den Gardist, den Geldleiher, den Händler, den Prediger, den Alchemist, den Dieb und den Räuber. Dies waren die einzigen Berufe. Und ja, also ich finde, die neuen Berufe sind gelungen. Also ja, mir gefallen sie gut. Also man kann mit denen auch gut Geld verdienen mit den neuen Berufen. Vor allem mit dem Gaukler. Also im späteren Verlauf des Spiels, wenn man nicht nur ein Vagabundenlager, sondern auch die Größe, die nächsten Ausbaustufen hat, dann geht das Ganze wirklich, ja, dann kann sich das Ganze richtig profitabel erweisen. Ja, denn mit jeder neuen Gebäudeausbaustufe bekommen wir neue Produkte hinzu, die wir produzieren können. Also im Moment haben wir nur zwei Produkte, die wir produzieren können. Die Weidenruten und die Flöten. Das ist quasi die einzige. Oh, okay. Da sehe ich, dass ich einen Schmarrn gemacht habe. Das muss ich gleich ändern. Wenn wir schon mehrere Bettler haben, dann können wir auch mehrere Bettler zum Ressourcensuchen schicken. Erhöht die Chance, dass man viel findet. Im Übrigen. Also, immer machen. Genau. So. Jetzt hat es gedunkt. Was heißt, der Arbeitstag ist vorbei. Jetzt, das ist natürlich toll. Der den Karren zieht die Luft hinter sich her. Mann, hier genauso. Alter, das gibt's doch nicht. Was ist denn da los? So heftige Bugs habe ich echt nicht in Erinnerung. Also, das Spiel ist verbuggt, klar, aber so heftig, keine Ahnung. Keine Ahnung, seit wann das so ist. Ich muss mir echt ein paar Patches suchen für das Teil. Aber egal, weiter im Text. Und die neuen Ausbaustufen bekommen wir durch neue Meistergrade. Also im Moment haben wir, wie gesagt, den ersten Meistergrad. Wenn wir einen neuen Meistergrad erlernen können, das ist im Augenblick im Jahre 1403, bekommen wir, wie gesagt, einen neuen Titel. Und ab dem dritten Meistergrad auch eine neue Ausbaustufe von Gebäuden. Genau. Und wie gesagt, mit jeder Ausbaustufe gibt es neue Produkte. Gut. Seht ihr? Durch den Verkauf haben wir gut Geld bekommen. Sehr gut sogar. Leder würde ich sagen, kaufe ich mir auch gleich ein. Denn Leder ist ein Rohstoff, den wir für die Weidenruten benötigen. Und Weidenruten ist das Produkt, das viel, viel mehr Geld einbringt. Kann ich euch sagen. Deswegen immer so schnell wie möglich versuchen, nicht nur auf das einfachste Produkt zu setzen, sondern wirklich auf die aufwendigeren Produkte zu setzen. Denn, wie gesagt, sie bringen mehr Geld und lohnen sich dadurch, sie eher zu produzieren. Genau. Schauen wir mal. Gut, das Bürgerrecht können wir noch nicht erwerben, denn das Bürgerrecht ist die Grundlage von allem. Also ohne Bürgerrecht können wir uns auf kein Amt bewerben. Ohne Bürgerrecht haben wir kaum Privilegien. Also der erlaubte Wohnsitz ist im Moment ein Haus. Also das ändert sich mit laufendem Spiel sehr wohl. Also ich kann es euch sagen, also im laufenden Spiel kann man sich wirklich Prachtbauten anlegen. Also die mit den Häusern so gut wie nichts mehr gemein haben. Genau. Also 11 Weidenhölzer.
und 16 Beine. So, was habe ich euch gesagt? Mehr Bettler gleich mehr Rohstoffe. Also, wieder ein Paket. Ich glaube, ich spinne. Das gibt's doch nicht. So. Deswegen wird jetzt einer Weidenruten herstellen und einer Flöten herstellen. Das Bürgerrecht verliehen. Also ihr seht, unsere Konkurrenten haben das Bürgerrecht schon, wir noch nicht. Ist jetzt eher suboptimal. Wie gesagt, sie haben somit mehr Möglichkeiten. Was kann ich denn noch erklären? Ja. Genau, also hier kommen jetzt unsere Bettler zurück. Immerhin 124 Dukaten. Ist auch. Ist besser als nichts, sag ich. Ich sag's mal so. Und ja, genau, der Schatzlobby ist jetzt katholisch, also. Also diese Texteinblendungen, die da kommen, sind Gesetzesänderungen. Die Gesetze kann ich euch auch noch zeigen. Die sind hier drin. Also das sind jetzt hier die Strafgesetze. Verfassungsgesetze, also was weiß ich, Beleidigung ist erlaubt. Meinungsfreiheit wird hier groß geschrieben, gerade im Moment. Gut. Und wie gesagt, hier das Mietpreisniveau ist hoch. Das Baupreisniveau hingegen niedrig, aber egal. Hier schauen wir mal in die Finanzgesetze. Also im Prinzip, ja, wie gesagt, die Spielbedingungen, die sich auch aufs Spiel auswirken. Genau. Ja. Gut. Also die Gebäude und die eigenen Gebäude, die lassen sich auch ausbauen. Oder man kann anbauen, die verschiedene Boni bringen. Das Bürgerrecht verliehen. Ah, okay. Gut. Ein weiterer. Nochmal das Bürgerrecht, das ist doof. Aber egal. Das wird früher oder später uns auch. Das dürfen wir früher oder später uns auch erkaufen. Der Stadtrat. Denn man muss wirklich Geld bezahlen fürs Bürgerrecht. Also ich glaube 500 Dukaten oder so. Zu viel noch was. Genau, also. Sag gut. Wo wollte ich eigentlich gerade hin? Genau, bei den Erweiterungen. Also, hier erweitern wir jetzt gerade mal unser Vagabundlager spaßeshalber mit einem Weinvorrat. Der Weinvorrat gibt einen Produktionsboni von 25%. Immer gut. Immer gut, denn Produktionsboni heißt mehr Ware heißt mehr Geld. So einfach ist das. Also, ihr seht, in dem Spiel ist quasi das oberste Ziel, reich zu werden, erfolgreich zu sein, ein Imperium aufzubauen. Also, und im Moment sind wir wirklich nur am Anfang, wie gesagt. Gut. Unser Haus können wir natürlich auch anbauen. Das hat natürlich keinen Produktivitätsboni, das nicht. Aber hier können wir zum Beispiel unsere Gesundheit verbessern. Den Einbruchschutz können wir erhöhen. Ja, es kann auch eingebrochen werden. Sehr ärgerlich, vor allem wenn sie viel Geld entwenden. Das ist immer doof. In den Betrieben noch doofer, denn da kann es sein, dass sie einem die Ware wegklauen. Äußerst unangenehm, kann ich nicht sagen. Aber weiter im Text. Und wie gesagt, hier der Rasen, der bringt Ansehensboni. Das Portal bringt einen Bonus auf die AP, also auf die Aktionspunkte oben. Apropos, ich glaube, ich sollte nochmal investieren, denn hier ist abermals ein Bug aufgetaucht. Denn normalerweise hätte ich jetzt einen Fähigkeitsanstieg gehabt. Aber nein, natürlich nicht. Natürlich hat er es mir verwehrt. Also, wie gesagt, ich kann mich nicht dran erinnern, dass das Spiel solche Bugs hat. Also, unglaublich. Ja, toll, super, für die Flöten. Aber das macht nichts.
Denn wenigstens werden die weiten Routen noch hergestellt. Und seht ihr, vor lauter Erklären habe ich was vergessen. Nämlich der letzten. Sehr schön. Nämlich meiner dritten Arbeitskraft eine Aufgabe zuzuweisen, nachdem sie vom Betteln zurückgekommen ist. Also, gleichzeitig erklären und spielen ist ein bisschen schwierig. Wie ich gerade merke. Aber egal. Das wird sich mit Sicherheit auch verbessern. Wie kann ich euch behilflich sein? Einer eurer Untergebenen hat sich bei seiner Arbeit verletzt. Das ist natürlich ganz schlecht. Einer eurer Untergebenen hat sich bei seiner Arbeit verletzt. Also solche Verletzungen hier, die können auch mal ein bisschen blöde ausgehen. Also es kann so ein schwerer Arbeitsunfall entstehen, dass die Angestellten dabei sogar sterben können. Also, das kann schon auch mal vorkommen. Gut. Jetzt würde ich mir am liebsten einen Marktkarren kaufen, aber mir fehlt noch das Geld. Das mache ich in der nächsten Runde, würde ich sagen. Kaufen. Denn, wie ihr hier seht, es gibt auch verschiedene Arten von Karren. Also, wir haben im Moment den normalen Karren. Ein Ladungsslot. Der Handelskarren hat 2. Und der Pferdekarren hat sogar 3. Wie man es hier nicht sieht, weil alles abgeschnitten ist. Ich kann es nur wiederholen, ich brauche Patches für das Teil. Also, es nervt. Aber hallo, dann. Ich will euch ein Spiel zeigen und dann. Und dann präsentiert es sich so. Es nervt. Ganz ehrlich. Ganz einfach. Gut. Gut, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. danke fürs Verständnis. Ich hoffe zumindest, dass ihr es versteht. Gut. Da jetzt ja eh nichts mehr hergestellt wird, hier wird ja gesucht. Hier werden ja Zutaten gesucht. Schicke ich meinen. Hey, was ist da los? Ach so, okay, gut. Jetzt hat's geklappt. Sehr schön. Ihr habt euer Talent verhandeln durch die Lektüre des Buchs Reichwerden mit System erleuchtet. Eure Fähigkeit ist nun mäßig und immer noch verbesserungswürdig. Ihr habt es gehört, wir müssen uns weiter verbessern. Was ich jetzt auch mache. So, wo ist mein Karren? Beziehungsweise, wo ist mein Geisterkarren? Also, wie man sieht, also. Ist das meiner? Nein. Ja, da kommt der Geisterkarren. Genau. Gut. Sehr schön. Jetzt könnte ich mir einen leisten. Aber das schaffe ich in der Runde nicht mehr, denn sie ist bald vorbei. Und ich würde sagen, mit Beendigung dieser Runde beenden wir auch den ersten Part des Let's Plays. Also ich hoffe, es ist ein bisschen was rübergekommen vom Spiel. Ich hoffe, meine Erklärungen waren nicht zu wirr, denn wie immer wollte ich viel zu viel Text in viel zu wenig Zeit reinquetschen. Aber ich verspreche euch, im nächsten Teil werde ich auch einiges erklären, aber nicht so viel auf einmal. Das ist bei mir irgendwie immer so. Das war bei Minecraft Let's Play genauso. Naja, egal. Und diesmal haben wir sogar einen Gewinn gemacht. Juhu! Also, da hat sich's doch schon mal gelohnt zu verkaufen. Also, wie gesagt, ein kleiner Gewinn ist herausgesprungen, aber er wird noch viel größer. Ich verspreche es euch. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Aha, gut. Talentanstieg. Unser Transport
ist in unserem Vagabundenlager angekommen. Irgendwie eine komische Bodentextur, um das mal einzuwerfen hier, aber egal. Wie gesagt, vorerst beenden wir mein neues Let's Play-Projekt und im nächsten Let's Play würde ich, wisst ihr was? Bevor ich hier jetzt weiter rumnuschel, verabschiede ich mich jetzt. Ich weiß sowieso nicht mehr, was ich sagen soll. Also, ciao.